Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies 2. It's about time. Hier in der Neon Mixtape Tour, wo alles Party, Neon, bunt, yippee-yay. Und wir gehen jetzt direkt in Level 5, um den Lauersellerie freizuschalten. Also hoffen wir es mal. Erstmal müssen wir hier die bedrohten Pflanzen schützen. Da haben wir einmal zwei Nüsschen und zweimal die fette Beete. Okay. Ich versuche es mal mit der normalen Sonnenblume, mit damit, hiermit, das brauche ich. Das ist immer ganz nützlich, vielleicht noch hier so und dann auf jeden Fall den Magneten. Jetzt habe ich keine fette Beete. Okay, dann machen wir das so. Die muss auf jeden Fall beschützt werden, das heißt Nüsschen davor. Und die Nüsschen dürfen nicht gefressen werden. Gut, ich kann Stacheln davor aufbauen, das ist schon mal auf jeden Fall gut. Vor allem, wenn diese... Ja... Stell schon mal eine Nuss auf, die brauchen ja immer etwas länger, um aufzuladen. Vielleicht mache ich hier in der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit schon einmal eine Kartoffelmine. Kann dann aufladen. Das sollte hoffentlich... ich weiß nicht, ob das reicht. Mal gucken. Ich mache hier auch noch eine rote Beete hin. Eine fette Beete. So, da kommt jetzt noch ein Zombie. Der kann hier hinten in die Kartoffelmine reinlaufen. Hier oben machen wir das schon mal so. Und die Nuss, die muss ich dann eventuell ersetzen. Oh, oh, jetzt wird es schneller. Okay, ich brauche noch ein Sonnenlicht. Stellen wir hier Magnet auf. Und hier machen wir auch schon mal sowas. Okay, fürs Erste ist das jetzt hoffentlich okay. Naja, der wird mir noch Probleme machen. Ach, ich hatte noch einen... Oder auch nicht. Okay, gut, gut, gut. Der hat jetzt meine Nuss nach hinten getreten. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber es ist halt auch nicht so super. Okay, ich muss jetzt aufpassen, was ich tue. Hier brauche ich eine Nuss. Ich würde es jetzt gerne langsamer machen, aber es ist ja gar nicht beschleunigt durch mich. Sondern beschleunigt durch die Musik. Okay, die fressen jetzt hier nichts, was sie nicht fressen dürfen. Alles klar, alles klar. Wir machen hier einfach noch so eine rote Beete hin. Fette Beete. Nein, nicht meinen Magneten auffressen. Oh, 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 hier oben. Den ersetzen wir nochmal. Okay, das wird nur... Okay, wir machen hier mal so eine fette Beete-Attacke. Und hier auch. Hier war nicht nötig, aber egal. Wenn ich den Spezialdünger schon habe, kann ich den ja auch benutzen. Diese Musik, ne? Die macht mich total nervös irgendwie. So, hier unten ist noch ein bisschen doof. Die ist so ungeschützt, die rote Beete, fette Beete da. Aber ich glaube, das war's. Boah, okay. Also, es wird chaotisch. Na komm. Machen wir den mal kaputt. Es wird chaotisch. Oh mein Gott, wird das chaotisch. Aber wir sehen hier schon, wenn man mit der Knoblauchstrategie, die wir erst viel später machen können, diese Headbang-Zombies, naja, ist nicht wirklich Headbang-Zombies, aber die treten die, die treten den Knoblauch ja weg. Von daher nützt der gegen die einfach nicht. Aber, oh, wir können die fette Beete schon mal aufleveln, das ist schön. Und wir haben den Lauersellerie freigeschaltet. Ich gehe nur kurz zur Karte, um den, um die fette Beete aufzuleveln. Hier ist es irgendwie auch dunkel, wie in, im Mittelalter. Hier gibt es auch Pilze. Also vielleicht sollte man hier auch mit Pilzen arbeiten, aber... wo bist du da? So, dann machen wir dich mal ein bisschen besser. Das ist nämlich jetzt auch nötig, so langsam. Ja, man braucht jetzt schon echt ein bisschen verstärkte Pflanzen. Und das geht mir hier so auf den Keks, dass das immer leuchtet. Aber ich habe die ja gar nicht freigeschaltet.
Ich könnte mir mal eine Schopka-Pflanze kaufen. Ich habe jetzt schon fast 300 Edelsteine. ich weiß nicht. Na gut, wir gehen jetzt erstmal in Level Nummer 6 und probieren den Lauersellerie aus. Und wir haben einen neuen Zombie. Und wir kriegen vorgegebene Pflanzen. Hier ist er, der Lauersellerie. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was der macht. Tut mir leid. Naja, okay. Der versteckt sich und wenn der Zombie drüber gelaufen ist, kommt er raus und boxt er so richtig. Aber nur nach hinten. Ja. Also, ich demonstriere das einmal hier. Der haut aber ganz schön rein. So. Ist ganz nett. Machen wir die schon mal da ein. Ah, wir kriegen auch Pilze. Also, ja, hier sind viel. Hier mit dem Mittelalter. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, also, solange der Zombie drüber läuft, versteckt er sich und dann. Aber jetzt. Der nächste Zombie könnte da halt dran knabbern. Ja, solange der rausguckt und das auffressen. Das ist das Problem an der Pflanze. Und gleich werden wir sehen. Weiß ich nicht, ob das einmal Zombie hier so gut klappt. Naja, es ging. Ah, da kommt auch schon unser Rollschuh-fahrendes Zombie-Girl. Girl. Die fährt einfach alles mit ihren Rollschuhen kaputt. Und die Zombies, die dahinter stehen, die, ja, die sind in diesem Regenbogen geschützt. Und erst wenn der erste Zombie kaputt ist, dann kann man die auch angreifen. Die fährt leider über diese Dinger drüber und macht sie kaputt. Also sehr schade. Ja, ich verteile die jetzt einfach mal hier überall irgendwie. Batsch, 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 haut mal drauf. Ein bisschen ähnlich, ja, wie der Pak Choi. Wobei der ein bisschen cooler ist, würde ich sagen. Der haut ja einfach überall hin. So, wir sehen jetzt gleich, oder auch nicht. Aber die fressen jetzt daran, weil der aufgetaucht ist. Sobald der Zombie dann aber kaputt ist, versteckt er sich wieder. Also alles cool. Ich spule mal ein bisschen vor, denn das ist ja hier jetzt so ziemlich dasselbe immer. Wo ist meine Maus? Ich sehe meine Maus nicht. Blubbel die Blubbel. Oha, was ist denn hier unten los? Naja, die werden alle auch von den Beeten kaputt gemacht. Beeten. Von den fetten Beets. Ja, also. So, auf Englisch funktioniert der Witz vielleicht ein bisschen besser, der Wortwitz. Aber ich finde den auch auf Deutsch cool. Als nächstes gibt es dann den Eigentümian. Ja. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Wir gucken erstmal, was als nächstes kommt. Nochmal ganz normal Zombies. Die sind ausgewählt. Finde ich schön. Also, den Magnet finde ich schön. Ich glaube, ich fahre wirklich mit den normalen Sonnenblumen einfach mal. Wir nehmen aber auch mal hier wieder eine Kartoffelmine. Dann schießen wir über das ganze Feld mit denen, mit dem Blumenrang. Und was können wir noch mitnehmen, was jetzt gut wäre? Ja, warum nicht die fette Beete? Wo ist sie da? Und noch eine Nuss. So! Ich finde das immer komisch, wenn die Sonnenblume nicht ganz oben ist. Oder meine Pflanze der Lichtproduktion. Und das ist ja immer so die erste Wahl, die man setzt. Wir gucken jetzt mal, kommt nur einer? Ja, gut. Ein Zombie ist gut, der kann gerne in die Minen laufen. Man kann natürlich jetzt auch den nehmen, den Lauersellerie als erste Maßnahme.
Hier ist halt immer jetzt die Sache, dass gleich wahrscheinlich sich die Musik ändert und dann geht's direkt ab. Man hat nur nichts vorbereitet. Sag ich ja. So, ich brauche Magneten, aber einer wird nicht reichen. Eieiei. Oh je, okay. Nein, der hat meine Sonnenblume schon weggeschmissen. Das finde ich nicht cool. Hier unten habe ich jetzt noch ein Problem. Dort gibt es nämlich noch nichts. Aber vielleicht schafft... vielleicht kann die fette Beete hier noch helfen? Ja, gut. Bitte nicht meinen Magneten. Den brauche ich noch, vielen Dank. So. Da wird der jetzt nicht viel nützen, das war jetzt auch total dämlich. Bevor die den fressen, pflanze ich den lieber wieder aus, dann kriege ich wenigstens noch Sonnenlicht zurück. Oh, ich sag dir, es wird chaotisch. Bockst du den noch kaputt? Dankeschön. So, jetzt brauche ich hier aber eine fette Beete, damit die auch noch alle sterben und nicht nur der Erste, der in die Mine läuft. Okay, habe ich es jetzt so ungefähr... Ach, da wollte ich das nicht hinstellen. Nein, dämlich. Okay, es ist chaotisch, aber das macht ja auch nichts. Wir lieben das Chaos. Hier wird's knifflig. Boah, wie schnell die das auffressen. Man kann leider nur den ersten Rasenmäher immer vorher benutzen. Naja, gut. Nee, was für ein Chaos. Gefällt mir nicht so gut. Setzen wir noch eine Sonnenblume. Es kommt jetzt die letzte große Welle. Ich habe jetzt auf jeden Fall überall Verteidigung. Mal hier den Magneten weg. Okay. Also ich denke, das sollte jetzt kein Problem sein. Hey. Nicht meine fetten Beats aufwerfen. Die machen wir jetzt den hier und dann sollten die alle sterben. Nein? Boah. Halten aber dann einiges aus. Hier noch ein paar Magneten. Die werden den Job erleichtern und dann können wir noch von hinten angreifen. Gut, gut, hätten wir das auch geschafft. Chaos, ja. Also ich glaube, ab jetzt wird es häufiger chaotisch in solchen, also in den Levels und in den nächsten Welten. Gut. Ich glaube, mir reicht das jetzt erstmal für heute. Das war jetzt vielleicht eine kurze Folge, aber das war jetzt schon so chaotisch, da brauche ich jetzt mal eine Pause. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder hier in die Neon Mixtape Tour geht mit fetten Beats und Neonfarben. Also, bis dahin, macht es gut. Tschüss.